Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Keine Rest wie du. Sag es ihm. Du bist so schön, sag es mal. Ja. Du bist so schön. Wow, wow. Ja, du bist so schön. Ja, du bist so schön. Mach mal. Ja, du bist so schön. Ja, du bist so gut. 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 Und ein letztes Mal, ja, du bist so süß. 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 Und das ganze Volk sagt: Dankeschön. So ein schöner guten Abend. Normalerweise als Prediger fängt man an, liebe Geschwister im Herrn. Aber ich fange heute Abend anders an. Ich fange an, liebe Süße teilen. Heute Mittag war ich einfach spazieren mit dem Fahrrad, spazieren, fahren. Und ganz ehrlich, ich hatte vergessen, die Schweiz ist so schön. Die Schweiz ist so schön. Ich bin da gefahren und ab und zu habe ich auf die Bank gesetzt und guckt diese Landschaft an, diese Berge an. Ich war total so, wow. Und einmal bin ich gefahren und komme so um die Kurve und dann die Sicht war so gut, dass ich anfange so, auf meinem Fahrrad, das war ja allein zu jauchzen und zu jubeln und mit der Freude rauszulassen. Und dann habe ich gar nicht gesehen, dass zwei Leute auf der Bank gesessen sind. Aber sie haben mich so angeschaut und die haben dann gestrahlt, die haben es verstanden. Es ist so schön zum Schreien. Ja, es ist so wunderbar schön und ich hatte es total vergessen, wie schön das sein kann. Und ich bin dann heimgekommen zu meinem Zimmer und es ist, wie ich probiert habe, 150 Bilder zu speichern. Diese Täler, diese Berge, diese Wiesen, diese Kühe. Ab und zu musste ich klingeln, dass sie weggehen, verstehst du? Ich laufe da auf der Straße, warum ist Freiheit in der Schweiz? In Deutschland sind die Kühe auch frei, die gehen in den Schlachthof immer automatisch. So, ich möchte anfangen mit einem Bibeltext und da gibt es auch ein Lied drin. Und manchmal kann man ein Lied besser behalten wie ein Bibelvers, weil es so rund ist. Kennt ihr diese Bibel, dieses Lied, diese Refrain kennt ihr wahrscheinlich alle. Gott ist mit mir, ein starker Held, ein
Gott ist mit mir, ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist mit uns, ein Siegeszug geht er uns selbst voran. Gott ist mit uns, ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist mit uns, in Siegeszug geht er uns selbst voran. Wow, das ist sehr leicht zu singen, ist es auch leicht zu glauben, dass Gott mit dir ist. Weißt du, manchmal hört man etwas, man sieht etwas, man kann es sogar singen, aber dieses Bewusstsein 24 Stunden, dass Gott mit dir ist. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann tun wir uns manchmal anders benehmen, stimmt das? Im Alten Testament ist Gott immer, meistens in seinem Volk, dass Gott mit uns ist, ist die Bundeslade gewesen. Da hat man die Bundeslade gehabt. Und wenn beispielsweise das Volk Israel Krieg gehabt hat und die Propheten haben, und die Priester haben die Bundeslade gebracht, dann haben die gewusst, Gott ist mit uns. Als Josua über das Jordan gegangen ist, in das neue Land reinzugehen, und die Priester sind gekommen mit der Bundeslade und sind da die Füße ins Wasser gemacht, und das Wasser ist stehen geblieben, hat gestaut und gestaut und gestaut, eine richtige Mauer. Da haben sie gewusst, Gott ist mit uns. Wenn die Bundeslade da ist, ist Gott mit uns. Bei Moses, wie sie durch die Wüste gegangen sind, war Gott auch mit ihnen. Und es war einmal in der Nacht ein Feuer. Und im Tag war es eine Wolke, wie da war. Und sie haben gewusst, und da kommt dieses berühmte Lied, das könnte man auch mal singen, oder wir haben schon lange nicht mehr gesungen. Steh auf, Gemeinde Jesus, steh auf, mach dich bereit, dein Sieg ist ganz nah. Dieser Text von diesem Lied kommt von dieser Zeit von Moses, wo das Volk Israel so lange an einem Platz war. Und da haben sie gesagt, Gott, steh auf. Geh auf, komm mit dieser Wolke oder komm mit dieser Feuersäule, geh und dann laufen wir dir nach. Das war Gott mit uns. Aber im Neuen Testament, da haben wir dafür Kirche und schöne Gebäude und Pastore. Stimmt das? Nein, das ist jetzt nicht Gottes mit dir. Wir haben etwas anderes, dass Gott mit uns ist. Die Bibel sagt, wir sind versiegelt, wir haben ein Siegel, eine Garantie durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, ist die Garantie, dass Gott mit uns ist. Verstehst du? Es gibt Christen, die sagen, ja, ich bete manchmal, aber Gott ist nicht da. Weißt du, Gott ist in dir zuerst. Und Gott, wenn er in dir ist, ist er auch mit dir. Und die Geschichte von Ruth kennt ihr, wo du hingehst, werde ich auch mit hingehen. Das erinnert mich an eine Geschichte, vor ein paar Jahren habe ich eine Freizeit gemacht in der Türkei. Und dann kommt ein mit Freude, schon ein Hotel bestellt und alles. Und dann kommt der Bruder von unserer Gemeinde, ein Mitarbeiter, der war sehr vom Charakter her dominant. Und er kommt auf mich zu und ich habe gemerkt, er ist ganz aufgeregt, er ist schon beim Herrn. Es war die Georg und kommt auf mich zu mit so einem dicken Bart, kommt auf mich zu und sagt, Piero, wie kannst du die Leute der Gemeinde mitnehmen in ein muslimisches Land? Aber richtig so. Anklagen und sagte, ich werde niemals mitgehen. Und es hat mich schon getroffen und ich bin dann heimgegangen und habe gesagt, Herr, habe ich einen Fehler gemacht. Verstehst du? Man kann ja manchmal aus schneller Aktivität einen Fehler machen. Und habe echt gebetet und Gott sprach zu mir, ich sagte, Piero, mach dir keine Sorgen, wo du hingehst, werde ich mit dir gehen. Und du wirst es sehen. Und meine Engel werden dort sein, vor dass du hinkommst in diesem Raum, wo ihr euch versammeln werdet. Und ich habe das niemand erzählt, nicht mal in diesem Bruder, habe es niemand erzählt. Da sind wir hingegangen und ich weiß noch, zur Zeit hatten wir einige Jugendliche, die sich bekehrt haben. Und da war ein Junge dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat, so ein Musiker Felix. Sein Vater war sehr berühmter Freimaurer, wie sich dann bekehrt hat. Und dieser Jugendliche war frischgläubig und er war auch dabei. Und ich weiß noch, wir sind dann zu zweit, zu dritt vorher in das Hotel, in den Raum gegangen, um die Stühle zu richten.
Ich gehe in den Raum rein, die zwei Jugendlichen gehen mit mir. Und dieser Junggläubige, dieser Felix, sagt: Piero, ich sehe Engel, wie hier stehen. Ich stehe so frischgläubig. Gott ist mit uns. Und er schickt uns Engel, die vor uns gehen. Ich glaube, ich möchte heute Abend über dieses Thema ein bisschen sprechen, wie Gott mir aufs Herz gelegt hat. Dieses Gott ist mit uns, ist keine Theorie, sondern es ist Realität in dem Maß, wo wir es glauben und wir es annehmen. Ein Leben zu leben, wie du weißt, Gott ist mit dir. Und wenn du in seinem Wille bist und sein Reich baust, dann wirst du das kennenlernen und auf eine Stärke, wo du das nicht vorstellen kannst. Dieses Gott ist mit dir. Es ist manchmal ganz schwierig zu erklären. Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen in Frankreich zum Predigen. Und das war in der Landeskirche. Und ich war noch nie dort. Und da hat dieser Pastor, weil die Gemeinde, die Kirche nicht groß genug war, hat so einen Raum gemietet. Und er hat so seine ganze, das ist vielleicht noch auf dem Dorf so, in den Leuten so fast gezwungen, sie müssen kommen. Dieser christliche Abend, sie müssen kommen. Und wenn der Herr Pfarrer sagt, sie müssen kommen, dann kommen die noch auf dem Dorf. Und der Raum war bis in den letzten Stuhl, war ganz gefüllt. Und ich will es mal so schätzen, es waren kein 20% wiedergeborene Christen. Es waren alle so teilweise Kirchengänger und einige Männer, die von der Frau gezwungen waren, vom Pfarrer. Der Lobpreis war auch so solala. Und dann sagt dieser Pfarrer, ja, ich habe den Herr Fei eingeladen und gibt mir das Mikro. Und da war so eine Bühne, ich bin auf die Bühne gegangen, weil kein anderer Platz da war. Und fing an. Fing an zu predigen mit vollem Herzen und Worte der Kenntnis, Worte der Heilung, prophetische Worte, so dienen, wie nichts gewesen wäre, so ein Zeichen, Wunder geschehen. Und nach dem Gottesdienst kommt meine Frau, die war dabei, auf mich zu, sagt: Piero, ich verstehe nicht, wie kannst du in einer so Atmosphäre, in einer so locker da vorne gehen und einfach so erzählen und Zeichen und Wunder, wie du das alle Tag machen würdest bei denen? Und tatsächlich, ich war so locker, vielleicht noch mehr wie eine Taube. Ich habe meiner Frau gesagt: Gott ist mit mir. Verstehst du? Wenn Gott mit dir ist, kannst du die verrückteste Sache machen. Aber du musst die Gewissheit haben. Du kommst nicht mit deiner Theologie, nicht mit deiner Gabe, nicht mit deinem biblischen Wissen, um die Leute zu belehren, sondern du kommst, weil du Gott mit dir ist und die Gewissheit, du hast nichts zu geben außer Gott. Und das ist etwas, glaube ich, wie wir wieder nehmen wollen. Ich sage mal immer, was ich im Herzen habe. Vielleicht wird es einige Leute nicht gut gefallen. Aber ich habe den Eindruck, dass das Christsein in den letzten Jahrzehnten sich so abgespielt hat. Du bekehrst dich, du gehst in eine Gemeinde, du lässt dich taufen, du machst einen Alpha-Kurs mit und weiß nicht was. Du wirst Mitglied in eine Gemeinde drin und da musst du treu sein und jeden Sonntag oder noch zweimal in der Woche kommen und du hörst eine schöne Predigt und probierst ein anständiger Christ zu sein, sodass, wenn du stirbst, in den Himmel bekommst und eine schöne Beerdigung bekommst. Und weißt du, tausende und tausende Christen, das läuft so ab. Und es gibt nicht mehr, es gibt nichts anders. Und wer hat ihn nicht gelernt, dass Gott mit dir ist? Verstehst du? Die denken, dass wenn sie in die Kirche gehen, wenn sie Gemeinde haben, wenn sie sich unterordnen, wenn sie ihre Opfer bringen, dann ist alles okay. Aber sie machen nie die Erfahrung, dieses Gott ist mit dir oder ganz wenig. Diese Erfahrung, dass Gott mit dir ist, kannst du jeden Tag erleben. Jeden Tag. Ich könnte auch einige verrückte Geschichten erzählen, wie ich gemacht habe in meinem Leben, nur weil Gott mit mir ist. Vielleicht für die, die es nicht wissen, ich war im Gefängnis, bin rausgekommen, habe Jesus im Gefängnis gefunden oder er hat mich gefunden im Gefängnis. Ich habe mein Leben ihm gegeben, ich komme raus und war einige Monate in einer kleine Pfingstgemeinde und dann hat Gott zu mir gesagt, gründe eine Gemeinde. Keine Bibelschule, keine Lehre, keine Theologie studiert, keine Ahnung, war nie in der Leiterschaft drin. Ich hatte noch 5 Jahre auf Bewährung offen und 2 Millionen Euro Schulden. Und Gott sagt, gründe eine Gemeinde. Möchtest du so Pastor haben?
Und weißt du, ich habe noch ein bisschen Verstand. Und ich wusste ganz genau, ein bisschen. Vielleicht habt ihr auch nicht mehr, ihr beide, gell, da vorne. Du hast mir deinen Doktortitel noch nie gezeigt, gell? Weißt du, und ich habe dann so ein bisschen Verstand, wie gesagt, vom Verstand ist unmöglich. Und ich weiß ganz genau, und habe ich gedacht, okay, vom Verstand ist alles unmöglich. Dann habe ich ein paar Christen gekannt, nicht viele, ein paar Christen gekannt, die schon länger gläubig war. Und ich habe ihnen das erklärt und die haben mich alle so komisch angeschaut. Die haben alle, ich konnte fast Gedanken lesen, der spinnt jetzt, verstehst du? Es war nichts, kein Milligramm mehr drin, um Pastor zu sein. Vom Charakter, vom Wesen, von allem, es war nichts, nichts drin. Weißt du, ich musste jeden Monat hingehen, stempeln bei der Polizei, weil ich noch unter Bewährung war. Und jetzt kommt so einer und sagt, ich will eine Gemeinde gründen. Und ich habe es nur gemacht, weil ich wusste, Gott ist mit mir. Es klingt vielleicht so verrückt, aber Gott ist mit mir. Und ich habe null Chance, menschlich gesehen, etwas zu machen. Und die Leute kamen, sie kamen, wir haben das erste Jahr 80 Taufe gehabt. Wir waren 5 Leute, wir haben angefangen. Ich habe keine Ahnung von nichts gehabt, von gar nichts. Ich weiß noch, ich war 2-3 Monate Pastor. Und dann ist jemand gestorben. Wenn ich mal zu der Gemeinde gehört habe, die Frau bei uns in der Gemeinde, und ich sage, Piero, du musst meinen Mann beerdigen. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Beerdigung. Und ich kenne keine Bücher über Beerdigung. Und die Beerdigung war in Leimen, und der Mann hat gearbeitet im Zementwerk von Heidelberg, und da kamen alle Vorstände und alle Bosse vom Zementwerk, weil er ist gestorben auf der Arbeit, das war peinlich, und die ganze Prominenz war da. Es waren vielleicht 5 Gläubige und der ganze Raum war voll. Ich habe noch nie keine Beerdigung gemacht. Der Sarg war da mit dem Tote. Ich weiß nicht, gar nicht mehr erinnern, was ich gepredigt habe, was ich erzählt habe. Und dann sagt man wohl jetzt nicht so viel von dem Rede, der ist tot. Wo geht der hin? Und ich habe so auf den Sarg ein paar Mal geklopft. Wir wollen jetzt beten, aber nicht für den Tote, für uns selbst. Und dann sah ich die ganzen Vorstände der ersten Reihe. Ich habe keine Ahnung, verstehst du? Aber Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Nicht, weil ich etwas weiß oder dass ich etwas kann. Ich weiß, dass Gott mit mir ist. Der Heilige Geist hat mir so verbracht und er wohnt in mir drin. Und er zieht Gott runter. Und jetzt vielleicht wichtig, wie können wir machen, dass das sich offenbart? Weißt du, das Wort Gottes ist wie so Saat. Und die geht auf in uns drin durch den Heiligen Geist. Und es fängt an zu wachsen. Und bei einigen Leuten, die haben jeden Sonntag hören sie Saat und Saat und alles ist voll mit Saat und es ist nie gewachsen. Es hat sich nie Leben reinbekommen. Und diese Frage ist jetzt, wie kann man das aktivieren? Punkt 1, das Wichtige ist, eine lebendige Beziehung haben mit diesem Vater im Himmel. Gott ist nicht nur für mich Gott, sondern er ist auch mein Vater. Ich habe das Glück gehabt, beim Leben ein wunderbarer Vater und Papa zu haben. Das hat mir vielleicht sehr viel geholfen. Aber dieser Gott, dieser Vater im Himmel, der ist noch besser. Und diese Beziehung mit ihm. Mir ist es nicht wichtig, meine Beziehung allein mit ihm zu verstehen, sondern verstehen, wie er mich sieht. Und da gibt es manchmal so ganz einfache Beispiele, wie mir total geholfen habe. Ich habe 4 Kinder, 3 Mädchen. Und dann kam ein Junge danach, der letzte, Samuel. Die Freude der Familie. Und als der Samuel ungefähr noch kein 2 Jahre alt war, konnte kaum laufen, bei uns in der Küche ist eine Steckdose nicht mehr gegangen. Dann habe ich Schraubenzieher genommen, habe es aufgemacht und habe geguckt, ob er wackelkontakt ist. Und habe wieder die Steckdose zugeschraubt und habe den Schraubenzieher auf dem Tisch liegen lassen. Und der Samuel hat gesehen, wie der Papa schraubt. Dann nimmt er den Schraubenzieher und geht an die Steckdose und macht rein. Und ich habe es im Moment gar nicht gesehen. Und plötzlich kommt da Funke raus. Pff,
Kurzschluss. Und meine Frau sieht das und sie schreit. Und dann guckt sie mich an und ich war so ganz stolz. Verstehst du? Ich sagte, er könnte sterben. Ich sage, ja, aber das ist doch mein Sohn. Das ist so toll, dass er probiert hat zu machen, was ich auch mache. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen sind emotional. Und ich gucke ihn an mit dem Schraubenzieher und er guckte mich auch an und dort richtige Funkes nach Hause gekommen. Und ich, er guckt mich an und ich war so stolz, mein Junge, wow. Was will ich jetzt mit der Geschichte erzählen? Wie stolz kann dein Gott sein, wenn du wie dieser kleine Samuel probierst zu machen wie Gott? Habt ihr schon mal nachgedacht, dass Gott manchmal voller Freude, voller Stolz kann sein, wenn du handelst, wie er handeln würde? Wenn du deine Hände auf jemanden legst und betest, wenn deine Nachbarin kommt und sagt, ich habe so Rückenschmerzen und der Arzt ist gerade in Urlaub und du sagst, komm sie mal, ich lege mal die Hände auf und wir sagen, diesem Schmerz, er muss weggehen. Und du weißt ganz genau, Gott ist mit dir. Und du machst das und du guckst auf ihn und dieser Gott, wie runter guckt, sagt, gut, Kleiner, gut gemacht, bin stolz auf dich. Und so baust du diese Beziehung mit ihm auf. Keine religiöse Beziehung ist geschrieben, man darf nicht machen und darf das machen und jenes nicht machen. Ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, dieses Beziehung habe mit ihm nach oben und immer so schaue, wie sieht er das? Vor einigen Jahren in unserer Gemeinde, ich war noch relativ jung Pastor, haben wir ein Ehepaar gehabt und dann ist die Ehe in die Bruch gegangen. Der Mann war schuld und sie haben sich auch scheiden lassen später. Und wie sie die Scheidung eingereicht haben, sie waren alle beide in unserer Gemeinde, kommt ein paar Brüder zu mir und sagen, Piero, du darfst da mal nicht mehr reinlassen. Es ist nicht okay, die Ehe ist kaputt, die Frau ist verletzt. Du kannst diesen Mann, wie gesündigt hast, nicht mehr in die Gemeinde lassen. Wir haben eine reine, heilige Gemeinde. Und das hat mich schon getroffen. Und ich sagte den Brüdern, vor dass ich eine Entscheidung nehme, lass mich einfach beten. Und weil ich weiß, ich keine Ahnung habe, gehe ich immer zu meinem Papa im Himmel. Und ich sagte, Herr, du hast gesehen, was die Brüder gesagt haben. Soll ich in dem Bruder die Gemeinde verbieten oder nicht? Weil die haben gesagt, Gemeinde rein und heilig und das und jenes. Und dann hat mir Gott zu mir gesprochen, das war gerade die Zeit, wo mein Samuel, glaube ich, 6, 7 Jahre alt war. Und da sagt mir der Herr, stell mir vor, wenn dein Sohn Samuel heiratet und würde dieselbe Fehler machen. Und er würde dieselbe Fehler machen, seine Ehe wird kaputt gehen, er ist schuld. Und ein Tag klingelt er an deine Tür und sagt, Papa, ich habe Hunger, hast du etwas zu essen? Würdest du ihn reinlassen oder nicht? Und ich sage, natürlich ist doch mein Sohn. Wenn er Hunger hat, gebe ich ihm doch zu essen. Und wenn er schlafen möchte, ich kann er auch da schlafen. Und wenn er Geld braucht, würde ich ihm auch Geld geben. Und Gott sagt schon mal, das bist du. Bin ich nicht besser wie du? Warum sollst du in einer von meinen Kindern das Brot verweigern, wenn er in die Gemeinde kommen will und will die Gegenwart Gottes finden? Und so habe ich Theologie gelernt. Nicht durch, steht geschrieben, du musst und so und die Auslegung, sondern wie ist diese Beziehung mit Gott? Wie sieht Gott diese Sache? Ich weiß auch, dass es Zeiten gibt, wo Gott nicht begeistert ist über den Piero. Wenn der Piero jemand verletzt, wenn die Piero vielleicht zu albern ist und verletzt jemand, dann weiß ich ganz genau, Gott ist nicht stolz auf mich und ist nicht begeistert. Aber Gott geht nicht weg dagegen. Und ganz besonders, wenn ich da spüre, wie ich hingehe, sage, Herr, ich habe wieder über die Stränge geheißen. Tut mir leid. Vater, vergib mir. Und da weiß ich, es ist wieder weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, diese Beziehung mit dem Vater im Himmel zu haben. Es gibt Christen, ich will jetzt niemanden treffen, aber es gibt Christen, die reden den ganzen Tag nur von Jesus. Oh, Jesus liebt dich, Jesus macht das, Jesus für den Parkplatz, Jesus. Und ich habe sie noch nie hören reden mit ihrem Vater im Himmel.
Jesus ist der Erlöser und er ist der Weg zum Vater. Stimmt das? Jesus hat sein Leben gegeben, um dich und mich zum Vater zu bringen. Wo Jesus gesagt hat, das ist meine Braut, Vater, da hast du sie. Ich habe meinen Dienst gemacht, ich bete für sie weiter, ich werde da sein. Aber Jesus hat eine Sehnsucht, dass du den Vater kennenlernst. Und ich habe so den Eindruck, dass bei manchen Christen etwas sich noch nie entwickelt hat. Dieses Vater Gott ist mit mir. Natürlich bist du gerettet, wenn du an Jesus Christus glaubst. Natürlich bist du errettet, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast und wenn er dir deine Sünde vergeben will. Natürlich, aber es ist etwas anders, diese Vater im Himmel haben. Dieser Vater, wo du stolz kann sein. Dieser Vater, wie der stärkste Vater des Universums ist. Der Vater, wie das ganze Universum gemacht hat, ist dein Vater, ist mein Vater. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann traust du dich, verrückte Sachen zu machen. Und ich habe in meinem Leben viele, viele verrückte Sachen machen dürfen, ob es im Sichtbaren war oder im Unsichtbaren. Ich weiß noch, wie man die Gemeinde kaufen hätte können, weil es Versteigerung da war. Und ich wusste, dass Gott gesagt hat, die Gebäude werde dir bekommen. Und dann habe ich einen Bruder gehabt in der Gemeinde, der hat in der Bank gearbeitet, auf größerer Ebene schon. Und der hat gesagt, Piero, ich helfe dir, die Finanzierung für die Bank zu machen. Dann hat er mir die ganze Akte, die ganze Sache gemacht. Und er hat gesagt, Piero, das ist sehr, sehr schwierig, weil er ist halt eine junge Gemeinde. Er hat keine feste Einnahme, er hat keine Rechnung, er hat nichts, um einen Kredit zu bekommen. Aber wenn ich eine gute Finanzierung aufstelle, ein gutes Dossier aufmache und bringe das hin, da wird es gehen. Da haben wir Termin gehabt und waren beim Direktor von der Bank, es war sogar unsere Hausbank, und haben gesagt, wir brauchen, das war eine Million, Kredit. Und ich merkte, dieser Mann war relativ arrogant, so, was seid denn ihr, seid keine Firma und so hochnäsig. Und dann sagt er, okay, nur weil ich eure Freund kenne, ich mache diese Kredit und es ist so und so viel Prozent und Sie müssen persönlich 400.000 Euro Kaution unterschreiben, persönlich normal als Sicherheit und das und das und die Zinssatz. Und mein Freund freut sich schon, dass er ein Ja hat für den Kredit. Und während er redet, sagt Gott zu mir, sag ihm, du willst deinen Kredit nicht. Ich gucke den Banker in die Augen an, sage Dankeschön für das Angebot, aber es interessiert mich nicht, ich werde das nicht nehmen. Der Banker war schon sauer und mein Freund, der Bruder dabei war, der war entsetzt. Er war entsetzt. Er sagt mir, Piero, in 8 Tagen ist die Versteigerung, du wirst nirgendwo keine Bank einen Kredit bekommen, wenn du keine Beziehung hast, gar nicht. Und ich sagte, ich weiß es, du hast Recht und Verstand, aber mein Vater hat gesagt, ich soll Nein sagen. Und dann komme ich am Abend, das war Montagabend, komme ich ins Büro und dann kommt die Realität zurück. Kennt ihr die Realität? Sie kommt. In 8 Tagen ist Versteigerung und ohne Kredit kannst du nicht vor Versteigerung gehen. Du kannst nur Geld verlieren. Und ich bin da gewesen und was habe ich heute Morgen in Banger gesagt? Es war plötzlich da. Und ich weiß noch, es war abends 8:30, stehe jetzt im Büro drin. Was mache ich jetzt? Und du bekommst keinen Kredit von 1 Million, wenn du keine Sicherheit und nichts hast. Und dann sagt, so wie der Herr zu mir so sagt, nimm die gelbe Seite, das war nur Zeit, wo wir das Telefonbuch gehabt haben, die gelbe Seite. Und guck rein, Bank. Und dann steht die erste Bank, wie ich sehe, und Gott sagt, ruf da an. Und ich sage, Herr, es ist 8:30 abends. Ich rufe trotzdem an und auf der anderen Seite ist Mann am Telefon und sagt, hallo, ich bin der Pastor der Taube und ich möchte einen Kredit von 1 Million haben in 8 Tagen. Er muss im Leben nicht drum herum reden, es geht ja nicht anders. Dann hört er mal ein bisschen zu und dann kommt er, sagt er, morgen früh bin ich da um 10. Haben wir die Papiere gemacht, 4 Tage später haben wir uns das Kredit gehabt. Der Zinssatz war 2% billiger und ich musste keine Kaution unterschreiben. Mein Freund, ein lieber Bruder, wie in der Bank arbeitet, hat gesagt, ich kann das nicht verstehen, habe das noch nie erlebt. Aber so Sachen kannst du machen, wenn du weißt, Gott ist mit dir. Weißt du, ich habe nicht die Fähigkeit, mit meiner Unterlage der Bank
Banker zu beeinflussen oder etwas anderes, sondern dieser Mann hat es gemacht. Und ich kann dir sagen, du kannst im Leben die tollste Geschichte erleben, wenn du das weißt, Gott ist mit dir. In die Sichtbare oder im Unsichtbare. Ich werde eine Geschichte erzählen vom Unsichtbaren. Vielleicht für viele Leute ist es ein bisschen verrückt. Ich habe Zeit gehabt, das war in der Stadt Mannheim, wo Gott mir so ganze Viertel gesagt haben, wo die Dämonen sitzen. Und die waren öfters an Kreuzungen und wie sie die kontrolliert haben, ganze Stadtteile, wo Gott gesagt hat, du machst sauber, du schickst sie weg und Engel kommen und diese Sachen. Und ich glaube, eine ganze Woche habe ich das gemacht und irgendwo war ich so zufrieden, ich habe es gemacht. Und dann am Abend spricht der Herr zu mir und sagt, es ist schwierig zu erklären, der Hauptdämon vom Stadtteil ist sehr, sehr sauer gegen dich. Und er hat gefragt, er möchte dich konfrontieren, ob er Konfrontation mit dir kann haben. Und meine erste Reaktion war, Herr, wenn du mit mir bist, dann gehe ich. Und er sagte, okay, heute Abend am kurz vor 12 in diesem Stadtteil an der Kreuzung wird die Konfrontation stattfinden. Ich bin hingefahren und ich habe nicht mal es meine Frau gesagt, nicht mal im Gebetskreis gesagt, ich habe gewusst, Gott ist mit mir. Ich hätte könnte jetzt 50 Leute anrufen, ein paar Pastoren und alles Mögliche. Ich bin hingegangen und ich weiß noch, ich stehe in der Kreuzung. Es war abends, kurz vor 12. Und dann sehe ich in eine Straße so rein, so eine fast eine Hauptstraße, die durch ganz Mannheim geht. Und dann sehe ich kommen, das war für mich wie im Film, es ist immer noch mit drin, so wie im Ben Hur, ein so Waage drauf und hinter war ein Mann drauf und ich sah, es war so wie im Film, so Herrscher mit langen Haaren, mit einem so großen Gewand an, aus, wie ein Pelz und ein paar Leibwächter, wie nebendran rennen und ich sehe ich vorne, wie diese Waage gezogen wird von, ich habe zuerst gedacht, das sind Hunde, so 10, 12 Hunde, wie diese Waage ziehen und dann gucke ich, wie sie näher kommt, das waren keine Hunde, das war Dämonen auf vier Beinen, wie gerannt sind, haben das. Und der Herr sagt, ja, schau mal, da kommt, um dich zu konfrontieren mit dir. Und ich sehe, wie diese Straße hochkommen, immer mehr. Und ich sehe diesen Mann an, wie er drauf war, dieser Hauptdämon, wie sein Auge, wie dieser Hass, wie er gehabt hat. So, ich werde jetzt diesen Mann mich so vernichten. Und dann kommt er entgegen und dann sagt der Herr, jetzt lauf du entgegen. Bleib nicht stehen, sondern geh du entgegen und zeig ihm, dass du keine Angst hast. Und ich laufe ein paar Schritte da und diese, ich habe gedacht, jetzt kommt die Konfrontation. Und plötzlich, Moment, wie es kommt, war wie eine Explosion. So richtig, und ich sehe ganze Fetze überall weg, ja, in die unsichtbare Welt reingehen. Und ich stand da und ich sagte, ist das alles, Herr? Und der Herr sagt, nein, das ist nicht alles. Der Dämon, der Hauptdämon von diesem Stadtteil, hat in seine Dämonen gesagt, ich werde diesen Mann bestrafen, konfrontieren, kaputt machen. Und seine Dämonen, die wir umgerannt sind, haben gesehen, dass er verloren hat, dass er gelogen hat. Dass er Niederland. Und sie werden in Kiel da oben. Und das Stadtteil wird frei werden. Mehr und mehr. Die Geschichte klingt total vielleicht verrückt. Aber weißt du, es ist, wenn du weißt, dass Gott mit dir ist und diese Salbung Gottes mit dir kommt, dann kommt keine Angst, keine Zweifel, es kommt nichts dran. Es ist so wie etwas um dich herum. Es ist da. Und es wird Momente geben in deinem Leben, wenn du da drin lebst, wie es plötzlich da ist und du wirst wie fast gefühlslos oder gefühlsarm wirst sein und wirst Worte aussprechen oder wirst du so Sachen machen, weil du weißt, Gott ist mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich gehen? Und wenn die ganze Hölle kommen würde, verstehst du, wer kann gegen dich gehen, wenn dein Gott mit dir ist und bei dir ist, so wie du bist? Und ich habe gelernt, ich werde hingehen, wo Gott mich hinschickt, wenn er mitgeht. Alles andere ist, bringt nichts. Ich habe nichts zu geben. Und ich glaube, wir müssen zurückkommen in diese Ebene rein, wo dieser Gott, unser Vater, diese Vaterbeziehung wieder hat. Wenn du als kleines Kind einen guten Papa hast und dein Papa sagt, du kannst das machen, mach es. Die meisten Kinder machen es, weil sie Vertrauen haben zu ihrem Vater. Wir haben mehr Vertrauen zu unserem theologischen Wissen
und der Erfahrung als zu unserem Vater. Stimmt das? Wir haben so viele Predigten gehört, so viele Bücher gelesen, so viel DVD, alles mögliche. Wir wissen so viel. Aber wir haben so wenig Konfrontation gehabt, weil wir dieses Bewusstsein, dieser Glaube, Gott ist mit mir, als Realität erfahren haben. Wenn Gott mit mir ist, du werde ich nie etwas machen, wie Gott nicht sagt, ich soll es machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt Christen, es gibt leider auch viele charismatische, seelische Christen. Es gibt noch ein Beispiel. Stell dir vor, wir machen einen Heilungsgottesdienst und da kommt jemand rein, im Rollstuhl, schon 10 Jahre gelähmt, und ich sage, oh, wer möchte gern für diesen Rollstuhl beten? Oh, da rennt der ganze Raum auf und alle liegen drauf und beten und beten. Und ich gehe nicht hin. Warum? Ich gehe hin, wenn Gott mir sagt, ich soll hingehen. Ich habe kein Problem, wenn 10 Rollstuhlkranke da sind und das und jenes. Wenn Gott nicht sagt, ich soll hingehen, dann gehe ich nicht hin. Wenn Gott sagt, ich soll gehen, dann gehe ich. Ich möchte keine Sache machen, wie Gott mir gar nicht verlangt. Verstehst du? Ich muss das lernen, das zu machen, weil Gott mir das sagt. Und wenn du das hast, des Gottes mit dir, dann machst du öfters verrückte Sachen und du denkst nicht drüber nach. Ich war einmal in Zinsheim im Gottesdienst. Ich gehe in den Gottesdienst rein, ich laufe in den Gottesdienst in den Raum, von hinten laufe ich rein und laufe vorbei. Und dann sagt der Herr zu mir, schlag in der Frau in die Rücke. Und da war eine Frau, ich kenne sie nicht, war noch nie da, gut aussehende Dame, so ungefähr 60 Jahre. Und ich gehe vorbei und hau ihr in die Rücke. Und ich hoffe, dass wenn ich das durchlaufe, dass sie es nicht merkt, dass ich es war. Kannst du probieren. Und ich gehe vor, wie es nichts wäre, laufe vorne an den Kanzel, nehme das Mikro und fange an zu predigen. Und dann habe ich das am Ende von der Predigt total vergessen wieder und ich gehe nach Hause. Und 2 Tage später ruft zum Büro an. Hallo, bin ich hier mit Pastor Fei? Sag ich, ja. Ich war Samstag, ich war Samstagabend da, sag ich, ja, schön. Ich bin die Frau, wie sie in die Rücke geschlagen habe. Ich könnte vielleicht der Martin gewesen sein, verstehst du? Sie hatte mich erkannt. Und ich sagte so ganz anständig, ja. Und ich sagte, Sie können sich vorstellen, ich habe Termin gehabt im Krankenhaus, weil ich habe so ein Trächterbrust, das ist so Brust, der Knorrel, wie reingeht. Und da ist immer mehr reingegangen und da hat Druck aufs Herz gemacht und ich hatte Herzprobleme. Sie musste mich operieren, die Knorrel auf ein Stück aufschneiden, dass ich mein Herz da Platz hat. Und ich kam Dienstag ins Krankenhaus und der Arzt hat gesagt, er versteht nicht, das ist alles normal, brauche nichts machen. Kein schönes Gebet, sondern Peng. Weißt du, und so Sachen machst du, weil du weißt, Gott ist mit dir. Auf dem Moment, da denke ich nicht, ich weiß, Gott ist mit mir und habe das gemacht. 2 Stunden später war ich unsicher. Und denke, verstehst du, was wird die Frau denken, die kommt kein zweites Mal und alles Mögliche. Aber im Moment, wo ich es gemacht habe, habe ich diese Überzeugung gehabt, Gott ist mit mir. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, dieses permanente, im Alltag, Gott ist mit mir. Und dann kommt es sein, dass Gott sagt, hör zu, mein Kind, ich brauche dich oder mach das und jenes. Dein Verstand kann vielleicht sagen, das kann man nicht machen. Aber diese Glauben an dein Gott soll größer sein als dein Verstand. Darf ich euch etwas sagen heute Abend? Das ist der Wunsch Gottes, das ist nicht meiner. Ein Papa hat Freude, wenn seine Kinder ihm vertrauen. Ich bin ein bisschen immer auch ein seltsamer Papa gewesen. Mit meiner ältesten Tochter, die war 1 Jahr, 1,5 Jahr, da haben wir ein Spiel gemacht. Ich habe sie immer auf den Küchenschrank oben drauf gesetzt, bin 1 Meter zurückgegangen und habe gesagt, spring. Ja, und die Kleine ist gesprungen. Noch einmal, Papa. Es war unser Spiel.
Ich setze nochmal, was ins fünfte, sechste Mal nach oben. Und dann kommt die Mama rein. Und die hat das Schrei losgelassen. Ein Schrei. Ich möchte nicht nah machen wegen dem Mikro. Und die Kleine hat das Schrei gehört. Dann habe ich probiert, meine Frau zu beruhigen und sie runtergeholt. Und der andere Tag war meine Frau einkaufen wieder. Oh, wir spielen wieder. Hochgesetzt. Die ist nicht mehr gesprungen. Der Angstschrei von der Mama hat das Vertrauen zum Papa weggenommen. Das Vertrauen zum Papa. Du hast Vertrauen zum Papa, der oben. Hast du diesen Angstschrei schon gehört in dir drin? Was denken die anderen? Was passiert, wenn nichts passiert? Weißt du, was das ist? Der Angstschrei, wie meine Frau gehabt hat. Es könnte etwas passieren, es könnte das und jenes. Und weißt du, dieser Angstschrei, das ist ein Geist. Und der Geist wird manchmal sogar gepredigt. Wie viele Predigte hast du gehört? Du sollst keinen Befreiungsdienst machen, weil du bist noch nicht so weit. Du kannst nicht deine Hände auflegen, es kann gefährlich sein, es kann ein Dämon überspringen. Du bist noch nicht bereit, lass das Leiter machen. Wer von euch hat schon mal so Worte gehört? Ah, schön. Weißt du was, das ist derselbe Angstschrei wie bei meiner Mama, wie meine Frau. Die Mama hat geschrien, Gefahr, und die Kleine ist blockiert. Jetzt weiß ich, was Gott machen möchte. Er möchte diesen religiösen Angstschrei wegmachen von dir, löschen. Ich habe keine Ahnung gehabt von Theologie. Ich bin frischgläubig gewesen. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte? Wir haben einen kleinen Gebetskreis zu Hause gehabt, weil wir Hunger haben nach Gott. Meine Schwiegermutter war total verkrebst. Und sie hat einen Wunsch gehabt, hat dem Arzt gesagt, ich würde so gern einmal meine Tochter noch in Deutschland besuchen, ich war noch nie bei ihr. Und der Arzt hat gesagt, okay, keine unnötige Stress, aber die dürfen einmal zu der Tochter fahren. Und sie kam uns besuchen. Und die Ärzte haben gesagt, noch ein paar Monate, sie hat einen Tumor im Bauch gehabt, bis im 9. Monat schwanger gewesen ist. Sie kommt zu uns und der Tag vorher war ich im Gebet und dann höre ich ganz deutlich, wie eine Stimme mir sagt, ich heiße Griffung und du wirst nicht beten für die Schwiegermutter, sonst werde ich sie töten hier und du kommst wieder ins Gefängnis. Seltsam. Und ich wusste, es ist nicht Gott, der gesprochen hat. Diese Stimme war eine andere. Und ich wusste, es ist die Stimme vom Dämon, wie in ihr drin ist. Und dann habe ich nachgedacht, wenn dieser Dämon mich so bedroht, dann hat er Angst. Ist doch logisch. Und ich sagte es meiner Frau, ich sagte, hör zu, deine Mama kommt morgen Abend, wir machen einen kleinen Gebetskreis und dann probieren wir, diesen Dämon rauszumachen. Hab noch nie gesehen, war noch nie dabei und habe keine Bücher gelesen. Ich wusste nur, dass Jesus sagt, treib die Dämonen aus, heil die Kranken. Und dann ist die Mama gekommen und ich war morgens auf und habe Fieber, so Fieber, es ging mir so schlecht. Ich wollte die Bibel lesen, ich konnte nicht mehr lesen, es war alles verschwommen. Dann habe ich gesagt, aber ich pack's noch heute Abend den Hauskreis. Haben wir einen kleinen Hauskreis gehabt, es ging mir gar nicht gut. Und dann haben wir ausgemacht, mal später ein Bruder hat die Gitarre dabei gehabt. Wir singen das Lied, wir erheben dich, wir. Und wir singen dann im Geist und dann probieren wir. Und dann weiß ich noch, hat mein Bruder gesungen, Lobpreis gemacht, haben wir im Geist gesungen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist der Moment und nie. Und meine Schwiegermutter hat auch mitgesungen. Und dann gehe ich hin und lege die Hände auf den Bauch und sage, in Jesu Namen, Griffung, hau ab. Und meine Schwiegermutter wie ein Baum fällt zurück auf die Couch. Und jetzt meine Gedanken, ich war so teufel, ein Gedanke war, jetzt ist sie tot und jetzt kommst du ins Gefängnis. Weißt du, ich war 2 Jahre vorher gerade drin, ich weiß, was Gefängnis ist. Und ich dachte, oh nee,
ist sie jetzt tot und ich gucke sie an und plötzlich macht sie die Augen auf und sie fängt an zu lachen und zu lachen. Sie fängt an im Geist zu lachen, verstehst du? Wir haben da nicht gewusst, das war eine Zeit, wo wir das Lachen im Geist nicht gehabt haben. Die lacht und die lacht. Und dann haben wir miteinander noch gebetet und ist ins Bett gegangen. Und morgens steht sie auf, sie war schon im Frühstücksraum, die Küche, kommt rein und sagt, heute Nacht war Jesus da und hat gesagt, ich habe dich geheilt. Ich habe meine ganze Medikamente ins Klo geworfen. Der Bauch war weg. Sie ist heimgegangen. Sie hat noch 35 Jahre gelebt. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Befreiungsdienst. Ich habe keinen Dienst gehabt. Ich habe nichts gehabt. Aber Gott ist mit mir. Ich habe die Gewissheit gehabt in dem Moment, ich werde gehen, weil Gott mit mir ist. Und ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zu diesem Urchristentum. Gott ist mit uns. Ein starker Held, ein Siegesmann, der läuft vor uns voran. Und er läuft nicht vor uns, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, eine schöne Predigt hören. Vor dem läuft er nicht, der Siegesmann, vor uns rum. Der Siegesmann, der läuft vor uns rum, weil er uns ruft, in den Kampf zu gehen. Ich liebe den Kampf, wenn er herum ist. Ich liebe diesen Kampf manchmal, wie der ist. Und ich kann das sagen, ich habe viel erlebt in meinem Leben. Wir haben in einem Reihenhaus gewohnt. Und dann haben wir eine Freizeit gemacht in Pirtisau in Österreich. Und es war kein Freitag oder der Samstag. Wir kommen zurück in unser Haus. Und das erste Haus im Reihenhaus, ich habe das hinten gehabt, ist der Satanist angezogen. Und er hat zwei tote Hühner rausgehängt vor seiner Garage als Opfer für seine Götter. Und dann hat die Konfrontation angefangen. Ich kann das sagen, der Mann war vom Beruf Zahnarzt und hat eine Pilotenflugzeuge gehabt und seine Frau war Ärztin in der Pathologie. Die konnte alle Organe, die es gibt, benutzen, um zu opfern. Also, wenn du so einen Nachbar hast, dann weißt du ganz genau, wie die Konfrontation abläuft. Und da musst du die Gewissheit haben, Gott ist mit mir, aber ich mache nichts, was du nicht sagst. Da weiß ich, dass Gott ist mit mir. Und die Konfrontation war längere Zeit sehr intensiv und da kam immer vor dem Gottesdienst, hat geklingelt und hat Ärger gemacht. Immer. Und einen Tag, ich weiß es noch, so kurz vor 3:30 war Gottesdienst, ist er draußen gewesen, ist im Garten und hat so eine Treppe gebaut. Und ich merkte, der ist ja, vielleicht Zahnarzt, aber nicht begabt mit Werkzeug umgehen. Und hat probiert, so eine Treppe mit Beton zu machen und es geht alles schief und so. Ich gucke ihm von Weitem zu. Dann sagt der Herr, geh hin, hilf ihm. Herr, weißt du, wer da ist? Geh hin, hilf ihm. Ich sage, Herr, es ist fast Zeit, den Gottesdienst zu gehen. Und Gott sagte noch einmal, geh hin und hilf ihm. Bin ich in die Garage gegangen, ich habe so ein Teil, Kadettchen, so Aluminiumregel. Bin hingegangen, sage, hallo Nachbar, es ist schwierig, mich helft doch schnell. Und er guckte mich an und war entsetzt, dass ich komme und will ihm helfen. Ich knie mich hin und in 10 Minuten habe ich seine Treppe abgemacht. Und er hat gesagt, ich wünsche Ihnen schon am Mittag, bin weggegangen. Und ab diesem Moment, es haben seine ganze dämonische Kräfte ihre Kraft verloren gegen mich. Es war vorbei. Nichts mehr. Dieses, wenn mein Vater sagt, nicht kämpfen, geh hin, segne ihn. Du musst lernen, Gott ist mit dir, wenn du gehorsam bist. Ich könnte sagen, wow, wir tun die ganze Gemeinde, kommen zusammen und wir beten gegen ihn über geistliche Kriegsführung. Nein, Gott hat gesagt, geh hin, helf ihm die Treppe zu machen. Du musst lernen, immer dieses, Gott ist mein Vater und ich möchte nichts machen, was mein Vater nicht will. Ich werde nicht in den Kampf gehen, Dämonen austreiben und das und jenes machen, wenn Gott es nicht sagt. Wenn Gott es sagt, werde ich hingehen, ist egal was. Aber wenn Gott nicht sagt, dann bin ich entspannt. Es ist mein Vater, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Weißt du, der Teufel ist fähig, dich in einen Zyklus der Hyperaktivität reinzumachen, christliche Hyperaktivität.
bis dass du ausgebrannt bist, dann hat er gewonnen. Ich möchte nicht hyperaktiv werden, mit Geistesgabe, mit alles zu machen, wenn es Gott nicht sagt. Rainer Bonke hat eine Geschichte erzählt und die hat mir sehr gut gefallen. Und er erzählt die Geschichte, und das hat man später auf dem Film, es gibt die Video, wo man die Geschichte sehen kann, er war in England, hat gepredigt in einer großen Halle drin. Er war in der Mitte von der Predigt und plötzlich legt das Mikro hin und er rennt in den Raum rein, in die sechste, siebte Reihe, und da war eine Frau im Rollstuhl. Und legt die Hände auf und ich sage, dann betet in Jesu Namen, diese Lähmung geht weg und betet. Die Frau steht auf und läuft, glaube ich, vier oder fünf Mal mit dem Rollstuhl, schiebt sich ihren Rollstuhl durch den ganzen Raum. Sie war, glaube ich, mehr als 15 Jahre nicht mehr gelaufen, total geheilt, und die Frau wurde später selbst eine Evangelistin und hat gepredigt. Du denkst, das ist eine schöne Geschichte, aber das ist nicht der schönste Teil. Ich erzähle euch den schönsten Teil. Rainer Bonke erzählt, dass der Tag, die Nacht vorher im Hotel, wo er geschlafen hat, hat er einen Traum und er sieht, wie Jesus da ist und er sagt ihm, schau mal, und er sieht diese Frau im Rollstuhl und Jesus sagt, die möchte ich heilen. Und es war ein Traum. Und hat den Traum fast zu vergessen morgens, macht seinen Gottesdienst und plötzlich schaut er während Predigen, die Frau, das ist die vom Raum, das ist die von meinem Traum, das ist die da. Und dann rennt er los und dann wusste es, Jesus will die heilen. Hat die Hände aufgelegt und es ist geschehen. Wenn wir lernen, gehorsam zu sein, kann uns Gott so übernatürlich führen. Ich erzähle euch eine letzte. Ich war frischgläubig und es war in München eine Konferenz, eine Glaubenskonferenz, und da waren ganz bekannte Leute. Und meine Frau und ich haben uns eingeladen. Wir waren noch kein Pastoren, hatten uns eingeladen. Wir gehen dort in München auf die Konferenz. Und wir haben dort uns angemeldet, schon eine Anzahlung gemacht. Und zwei oder drei Tage vorher sagt der Herr, nein, er geht nicht nach München, er geht nach Innsbruck und da ist eine Konferenz von der christlichen Geschäftsleute, wo ich noch keine Beziehung gehabt habe. Ich habe es meiner Frau gesagt, sie ist okay. Wir haben uns angemeldet in Innsbruck und da war im Juli nichts mehr, kein Zimmer, gar nichts mehr. Und ich weiß noch, wir haben so ganz kleine Zelt, so Einzelzelt, so Hundshütte mitgenommen. Und wir haben da drei Tage drin geschlafen, im Campingplatz, weil nichts mehr frei war. Wir waren aber dort. Ich habe keine Ahnung gehabt von nichts und gar nichts. Und gehe auf die Konferenz, habe mich angemeldet. Und dann bin ich kaum angemeldet, kommt jemand von den Mitarbeitern auf mich zu und sagt, du, wir haben ein Problem. Wir haben heute Morgen einen Sprecher aus Frankreich und die Übersetzerin ist krank, sie ist nicht gekommen. Und wir haben gesehen auf dem Pass, du bist Franzose, könntest du übersetzen? Und sage ich, ja, ich helfe gern. Das war eine Konferenz, wo fast 2000 Leute da waren. Und ich mache das gern, wenn die ausgefallen ist, um zu helfen. Und ich sagte, Herr, wenn du mich daher geschickt hast, zum Übersetzer, weil niemand da ist, dann mache ich es okay. Und ich bin vorgegangen zum Übersetzer und dann machen die Lobpreis. Und während dem Lobpreis sagt Gott zu mir, es ist ein Mann da, der ist total gelähmt, Muskelschwund, so etwas, kann nicht mehr laufen und ich möchte ihn am 12 heilen. Ich bin Übersetzer. Und ich sage, Herr, ich bin Übersetzer. Und ich weiß noch, oben auf der Bühne, da war eine große, große Halle, war der Vorstandstisch von den ganzen Vorständen, von der Region, von allen Ländern. Und da habe ich gesagt, Herr, guck mal, das ist der Vorstand. Ich bin Übersetzer, Ersatzübersetzer. Und der Herr sagte, Piero, wenn ich diese Ohren nicht bekommen kann, dann nehme ich halt deine. Sag ich, okay, wenn es sein muss. Dann habe ich übersetzt und am Ende, wie der gebetet hat, sage ich dem Sprecher, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Da guckt er mich so seltsam an, das macht der Übersetzer nicht. Der übersetzt, weißt du? Dann sagt er, dann sag es. Und es war Punkt 12. Und ich sage, ich höre zu, du bist da, du bist gelähmt, du bist hoffnungslos krank und du, Gott hat gesagt, am Punkt 12 möchte ich dich heilen. Ich vergesse diesen Tag nicht, es war im selben Moment.
ist hinter der Haupteingang die Tür aufgegangen und sie tragen so einen Mann rein, es war ein Mann aus Belgien. Und ich sag das und dieser Mann lässt einen Schrei los. Der hat mich durchbohrt, der ganze Raum hat geschrien, voll Schmerz. Ich bin das. Jetzt haben wir diesen Mann vorgetragen. Und dann nimmt der Mann das Mikro und sagt, ich konnte nicht mehr kommen. Ich habe so Schmerzen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nichts mehr machen, ich habe nicht mehr lange zum Leben. Und heute Nacht habe ich einen Traum gehabt, wo Jesus um 12 zu mir kommt und sagt, morgen früh um 12 gehst du hin und ich werde dich heilen. Am Punkt 12 geht die Tür auf und er kommt rein. Und Gott hat das Wunder vollbracht. Ganz frischgläubig, keine Ahnung von gar nichts. Weißt du, und dann sagt er, gebe ich das Mikro ab und dann nimmt dieser Hauptleiter vom Vorstand nimmt das Mikro und sagt, ja, jetzt ist Punkt 12, wir gehen alle ins Restaurant auf der anderen Seite der Konferenz, gehen wir alle nach Essen, nach Mittag um 2 fangen es wieder an. Gott segne euch ein kurzes Gebet. Ja? Für den Mann habe ich gebetet gehabt mit meiner Frau und dann gehe ich runter, will weggehen und plötzlich waren, weiß nicht, 200, 300, 400 Leute um mich herum. Die Sprecher, alles sind weggegangen, Vorstand ist weg. Und ich stand da aus den 200, 300. Und das waren Leute aus der Tschechei, aus Rumänien, aus Polen, aus Russland. Die ganzen Leute sind gestanden und ich habe kein Wort mit ihnen kommunizieren können. Und sie haben mich angefasst. Sie wollten Heilung haben. Sie haben gesehen, was passiert ist. Das war nichts mit dem Programm zu tun von der Konferenz. Da hat dieser Heilige Geist das Programm Die ganze Leiter waren weg und wir als Babychrist, meine Frau und ich sind dort gestanden und haben ganz schnell für alle die Hände aufgelegt. Wir konnten keinen Moment kommunizieren. Das ist das Programm Gottes. Ich musste München abmelden, um dorthin zu gehen. Ich habe keine Ahnung, aber etwas weiß ich in dem Moment, Gott ist mit mir, wenn ich gehorsam bin. Gott ist mit mir, ein Siegesmann. Ein Glaubensheld, ein Kämpfer, er läuft vor mir, er läuft hinter mir. Warum? Dass ich nur einen Kirchenstuhl wärme und treu bin? Oder weil er dieser Kämpfer, wenn er vor mir läuft? Warum? Weil er möchte, dass ich und du Reich Gottes bauen. Versteht ihr? Er möchte, dass du anfängst wieder dieses Vertrauen zum Vater zu haben und sagen, Vater, das größte Opfer, wie ich machen kann, ist gehorsam. Ich möchte dir gehorsam sein. Und du wirst Impulse bekommen und dann wird ab und zu dieser Schrei der Mama wieder kommen. Wenn es nicht klappt, was sagen die anderen? Die lachen dich aus. Das kannst du nicht. Wer bist du? Kennt ihr diesen Schrei? Das ist der Schrei, wie dein Glauben zerstört hat. Wo du dich nicht mehr getraut hast, meine Tochter hat sich nicht mehr getraut, ich habe mit ihr toll geredet, die hat sich nicht mehr getraut, von diesem Küchenschrank runterzuspringen. Der Schrei von der Mama, dieser Schrei der Angst hat etwas zerstört in ihrer Seele drin. Dieser Schrei ist eine geistliche Kraft und du hast ihn gehört und es ist der Schrei der Hölle. Und das ist ein Schrei, wie in Rebellion ist mit Gott. Gott sagt, du kannst. Und dieser Schrei sagt, du kannst nicht. So einfach ist Evangelium. Der Schrei von der Mama. Dieser Schrei der Angst, ich kenne ihn. Ich habe eine ganz, ganz ängstliche, religiöse Mutter gehabt. Und ich weiß, was es ist. Und ich muss mich losreißen. Total das Gegenteil machen. Dieser Schrei der Angst, Predigt habe ich auch gehört. Es kann gefährlich sein, du kannst nicht, du weißt nicht, du musst dein Leben in Ordnung haben, du musst keine Sünde mehr haben, du musst das machen, dann kannst du. Und dann musst du Bibelschule machen und dann das machen und dann musst du dich unterordnen und du musst das und jenes machen, dann kannst du. Es ist eine Lüge, es ist ein religiöser Schrei. Wenn Gott dir sagt, leg die Hand auf, dann leg sie auf. Wenn Gott dir sagt, du sollst befehlen, nicht aus eigener Kraft, wenn Gott dir sagt, dann mach es. Und dann wirst du sehen, wie Gott mit dir ist. Ich möchte etwas machen heute Abend. Ich möchte diesen Schrei, diesen Geist der Angst, wie dich gelähmt hat,
möchte ich heute Abend zerstören in deinem Leben. Wo dieser Geist der Angst, du kannst nicht, du darfst nicht, du bist nicht bereit, du bist nicht gut genug, du hast noch Sünde in deinem Leben, du bist nicht rein genug, dieser Schrei in deinem Herzen setzt, wie dich so viel bremst. Ich möchte ihn heute Abend killen in Jesu Namen. Ich möchte etwas machen heute Abend. Wenn du diesen Schrei, wenn du diese Stimme gehört hast, es geht nicht, du kannst nicht, der Schrei, wie dich gelähmt hat, und du weißt, er steckt in deinem Herzen noch drin, dann steh auf, ich möchte beten. Steh auf und stell dich vor Gott. Dieser Schrei der Minderwertigkeit, dieser Schrei der Anklage, dieser Schrei des Todes, dieser Schrei der Religiosität, dieser Schrei der Kontrolle, dieser religiöse Kontrollgeist, wie dich kontrolliert hat. In Jesu Namen, ich möchte diesen Schrei, wie uns lähmt, den Wille Gottes zu tun. Dieser Schrei, wie diese Salbung Gottes mit uns so gebremst hat. Ich zerstöre ihn in Jesu Namen. Und du gehst weg von meinen Geschwistern. Du gehst jetzt raus in Jesu Namen. Diese Ankläger der Brüder, du lass jetzt los in Jesu Namen. Geist, du wie getötet hast, wo du Geist des Todes da ist. Ich sag weg in Jesu Namen. Raus von diesem Körper, raus von diesen Herzen, raus in Jesu Namen. Geist des Todes, du gehst raus in Jesu Namen. Du gehst weg jetzt in Jesu Namen. Du wirst aufhören anzuklagen. Du wirst aufhören, den Glauben aufzufressen in Jesu Namen. Du gehst jetzt weg in Jesu Namen. Du gehst zurück in die Hölle. Aber hier hast du nichts mehr zu tun. Du lässt diese Männer und Frauen frei. Weil Gott ist mit ihnen. Weil Gott ist mit ihnen. Weil Gott ist mit ihnen. Und ich hätte gern, dass du jetzt mit mir eine Proklamation machst, dass du mir es nachsprichst. Eine Proklamation für die unsichtbare Welt. Seid ihr bereit? Ja. Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ein starker Held. Ein starker Held. Ein Kämpfer. Ein Sieger. Ein Sieger. Und es ist mein Vater. Es ist mein Gott. Es ist mein Gott. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Komm, heb deine Hände zu Gott einen Moment. Gerade jetzt. Empfang wieder. Ein neuer Glaube, dass Gott mit dir ist. Empfange gerade jetzt, dass Gott mit dir ist. Ein starker Held. Und er lässt dich nicht fallen. Er lässt dich nicht fallen. Er ist mit dir. Weil du das Kind Gottes bist. Weil du erlöst bist. Und weil das Blut Jesus dich rein und heilig gemacht hat. Danke, Herr, dass der Angstschrei nicht mehr kommen wird. Und dass dein Volk in der Schweiz ganz besonders frei wird. Dass in der Schweiz wieder es tausende Männer und Frauen gibt, wie diese Glauben haben, Gott ist mit mir und sie werden furchtlos gehen, sie werden furchtlos im Kampf gehen und Gott wird mit ihnen sein. Wow. Ich sehe gerade, wie einige Leute jetzt, die Kraft Gottes kommt gerade in den Bereich deines Geistes hinein. Empfangen. Es ist die Power Gottes, die dich berührt. Es ist die Power Gottes, die dich berührt. Da, wo Angst warst, kommt jetzt ein übernatürlicher Glaube in dich hinein. Und Feuer Gottes wird kommen. Und das Feuer Gottes wird dich berühren. Und das Feuer Gottes wird kommen. Vater, eine Gebetsarmee soll aufstehen. Eine Gebetsarmee soll aufstehen. Diese Glauben, wie stärker ist, als die Umstände, soll jetzt kommen. Du wirst jetzt deine Kinder uns total neu fühlen. Mit dieser Gewissheit, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Gott ist mit dir. Du wirst manchmal so ein Siegeschrei in die unsichtbare Welt reinlassen. Und in dem Siegeschrei wird Gott drin sein. Dein Verstand wird sagen, was soll das? Aber Gott sagt in diesem Schrei,
mit Gott drin sein. Er wird drin sein. Danke, Herr, dass du Männer und Frauen berührst. Ist egal, wo du bist, was du machst. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir in deiner Familie, überall. Und Kinder werden sehen. Sie werden es sehen, dass Gott mit dir ist. Danke, Herr, dass du sie gebrauchen wirst. Dass dieses Feuer da wird sein wieder. Herr, sie wird Worte aussprechen in die unsichtbare Welt hinein. Und wow, ich sehe, wie gerade ein Feuer freigesetzt wird. Und dämonische Mächte werden fallen von ihrem Thron. Es ist mein Geist, sagt der Herr. Es ist mein Geist, er wird wie ein Feuer sein. Und Gott hat kein Interesse an deiner Vergangenheit, er hat Interesse an das, was du machen wirst mit ihm. Danke, Herr, dass heute Abend eine Freisetzung hier ist, in diesem Raum drin, eine Freisetzung von Glauben, eine Freisetzung. Du wirst mit ihnen sein. Du wirst mit ihnen sein, Herr, mit ihnen. Danke, Herr, dass heute Abend dieses Feuer Gottes einige berühren wird. Dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer Gottes, dieses Feuer, dieses Feuer, dieses Feuer, dieses Feuer. Du wirst wie Elias sein, du wirst dieses Feuer rufen, sagt der Herr. Vater, danke, dass Befreiung geschieht heute Abend und dass Tod weggeht und Leben kommt. Leben. Dass heute Abend Leben in diesen Raum reinkommt. Dass Leben in dieses Raum reinkommt. Es sind einige Leute hier, die Kreuzschmerzen haben. Gerade in dieser Reihe da. Gerade hier, schaut mich an da. Es gibt Leute, die haben Kreuzschmerzen und die letzten Tage Kreuzschmerzen gehabt. Wenn du Kreuzschmerzen gerade hier hast, in dieser Gegend, heb deine Hände zu Gott. Ich spreche gerade jetzt in Jesu Namen den Geist der Skoliose. Du lass los, Skoliose, du lass jetzt los, du lass, wie gekommen ist von Kind auf schon durch Hexereien, durch andere Sachen, ich zerbreche deine Macht und du gehst jetzt weg. Und Gott sagt, ich nehme nicht lang deine Skoliose, sondern ich gebe deine Autorität für Kreuzschmerzen zu beten. Ich gebe deine Autorität dafür. Soll dich jetzt durchströmen von Kopf nach Fuß, es kommt über dich. Es kommt über dich jetzt. Gott sagt, du wirst Kranken heilen. Du wirst manchmal ganz klar meinen Blick sehen auf Kranke und du wirst hingehen und du wirst sehen, wie Gott mit dir ist. Danke, Herr, dass du gerade jetzt Wunder tust und dass jede dämonische Macht, die probiert, etwas dagegen zu machen, jetzt weggeht. In der unsichtbaren Welt wird Freiheit sein hier, die ganze Tage, wie kommen werden. Wir werden Zeichen und Wunder erleben. Es geht da doch gerade bei jemand. Ich sehe, wie gerade Gott deine Wirbelsäule berührt. So wie ein Stromkopf. Du warst in letzter Zeit so kraftlos. Du hast dich gar nicht mehr getraut, etwas zu machen. Und Gott sagt, ich berühre jetzt deine Wirbelsäule mit einer neuen Kraft. Die Kraft Gottes kommt jetzt über deine Wirbelsäule. Es kommt jetzt über dich. Es kommt über dich jetzt in Jesu Namen. Soll ein Zeichen sein, dass Gottes Kraft in dir wohnt, sagt der Herr. Danke, Herr, da wo Leute gelitten haben an Migränen, weil dieser Schrei der Angst ein Tag in deine Gedanken, in deinen Kopf reingegangen ist. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht, aber ich sehe gerade jemanden, du leidest periodisch, öfters regelmäßig kommen diese Migräne über dich. Leg deine Hand auf deinen Kopf. Ich möchte diese Geister Migräne zerbrechen in Jesu Namen. Und ich sage dir, diese Migräne, ich sage, du wirst nicht mehr zurückkommen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Geht jetzt alles weg von dir. Es geht weg von dir. Und auch Gott berührt deinen Blutdruck. Du wirst Frieden in deinem Körper bekommen. Und du wirst wieder ganz neu schlafen können, sagt der Herr. Das ist etwas, was jetzt geschieht. Was jetzt geschieht. Herr, du bist ein Gott, wie Wunder tut. Herr, wo dieser Schrei der Angst weggegangen ist, dann fangst du an zu wirken. Heute Abend. Ich weiß nicht, warum, aber ich möchte gerade diese Reihe, gib dir erstmal noch die Hand da. Ich weiß, die Kraft Gottes soll durch die ganze Reihe fließen jetzt.
Feuer Gottes berühre jetzt. Teufel, wo du Sachen zerstört hast, du wirst zurückbezahlen. Du wirst rückerstatten müssen. Was die Heuschrecke gefressen haben, es wird zurückkommen. Es wird zurückkommen und die ganze Reihe soll berührt werden jetzt. Soll berührt werden mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes. Danke, Herr, dass du diese Woche starke Sache machen wirst. Heiliger Geist, ich ruf dich, dass du kommst die ganze Woche her und dass hier Leute reinkommen in diesen Raum und sie werden berührt von Gott, ohne dass wir für sie beten. Herr, dass Heilung geschieht. Hör zu, wenn jemand da ist und es bereut ihn vielleicht, dass er vielleicht jemand nicht mitgenommen hat. Du kannst immer noch anrufen und sagen, hey, komm doch am Abend her. Es soll diese Woche in diesem Raum außergewöhnliche Zeichen von Gott geschehen. Es sollen Leute nach Hause gehen und es ist ein ganz neuer Glauben in ihnen drin, eine ganz neue Kraft in ihnen drin. Empfang, dass da, wo Zweifel waren, Vollmacht kommt. Weißt du, ich sehe gerade ein Bild von einer Rakete und gibt es bei der Rakete immer die erste Stufe runterfallen, dann kommt die zweite Stufe. Und ich sehe gerade, wie Gott sagt, du wirst jetzt so in die zweite Stufe reinkommen. Und du wirst mehr prophetisch sehen, wie du gesehen hast vorher. Es wird etwas Starkes da sein. Und dieser Ballast, den du manchmal mitgeschleppt hast, er wird aufhören. Lass uns einfach miteinander nochmal das Lied singen, Gott ist mit uns, ein starker Held. Gott ist mit uns. Ein starker Held, ein Siegesmann, Gott ist mit uns. In Siegeszug geht er uns selbst voran. Gott ist mit uns. Dass Gott noch im Raum Sache machen möchte. Ich hätte gern die erste Reihe, wie da vorne steht, kommt man alle nach vorne, die erste Reihe, und dreht euch so andersrum gegen die Gemeinde. Und wenn vielleicht noch eine Zeit der sanfter Anbetung haben, und wenn jemand da ist, und ich spüre, dass einige Leute spüren, dass noch Belastungen da sind, wie heute Abend ein Joch zerbrochen soll werden, oder wo Flüche da sind, wo du Depressionen hast, komm nach vorne, da vorne werden sie für dich beten. Ich sehe, wie Gott in diesem Raum heute Abend ein Wunder möchte tun. Er möchte dienen, er möchte befreien. Lass uns Zeit der Anbetung haben. Und wenn du es im Herzen hast, komm nach vorne. Es ist jetzt die Zeit, wo Gott Wunder tut. Wie hoch, hoch den Namen.
Die Macht deiner Liebe.
Tears.